So, ich befinde mich hier vor dem Umkleideraum der Dallas Mavericks. Die spielen heute hier in Brooklyn gegen die Brooklyn Nets. Und ich werde mich gleich im Umkleideraum mit Dirk Nowitzki treffen. Dirk, soll ich Sie sagen oder darf ich Dibadibadu zu dir sagen? Stark. Das hast du dir einfach lassen. Give me five. Ja. Ist es ein schlechter Moment, dass wir jetzt ein Interview führen oder geht's noch? Nee, es geht noch. Ich meine, wir waren einfach nicht gut genug heute und vor allem im zweiten Viertel haben wir zu viele Punkte abgegeben. Ansonsten haben wir, glaube ich, gut gekämpft und waren schon nah dran. Hast du noch einen Kontakt nach Deutschland? Nimmst du Sachen wahr, die dort stattfinden? Oder bist du hier mittlerweile so gesettelt, dass du manchmal das, was in Deutschland passiert, in der Unterhaltung, im Sport, nicht mehr mitbekommst? Ja, das Gute ist, es gibt ja hier mittlerweile auch Internet. Gibt's hier auch schon, ey. Gibt's hier auch schon. Also du hast ja auch Empfang da oben. Genau. Hier unten läuft ja nie was. Nee, ich krieg schon. Kein Netz hier, oder? Ich krieg schon meistens mit. Ich bin natürlich noch ein riesen Fußballfan. Alles, was ist dein Verein? Ja, ich meine, aufgewachsen in der Nähe von München natürlich. Kommt der FC Bayern. Natürlich jeder ein bisschen FC Bayern-Fan. Ein bisschen FC Köln-Fan. Mit Köln hat also Unverschämtheit. Weißt du, wer der Wendler ist? Nee, das ist auch besser so. Muss mal vorbeikommen bei uns. Eltern. Bei TV Total oder? Ja, absolut. Wo denn sonst? Wo ist es? Das ist in Köln. Wir sind in Köln. Wir würden dir auch einen Fahrer schicken. Helikopter, nur mit Heli. Okay, wenn das der Deal ist, das machen wir auch. Alles klar, das machen wir. Ja, vielen Dank und toll, weiterhin viel Glück. Klappt es noch mit den Playoffs? Wird eng. Aber im Moment sind immer noch Achter, also ich glaube, es ist noch alles drin. Wenn er noch einen kleinen Quirligen braucht, die steht zur Verfügung. Alles vielen klar. Dank, mach's gut. Alles klar, ciao. Dirk Nowitzki.